Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, heute ist genau der richtige Tag, um endlich über die geplante gesetzliche Tarifeinheit zu diskutieren. Es geht dabei immerhin um ein Grundrecht, denn jedermann und jeder Beruf hat das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren und Tarifverträge zu verhandeln. Das bedeutet nichts anderes als Tarifpluralität. Und von daher geht es heute trotz Streit nicht um GDL und auch nicht um Cockpit, sondern um die Koalitionsfreiheit und die Tarifpluralität. Und die gehören zu den Grundprinzipien unserer Demokratie. Die Tarifpolitik aber lebt selbstverständlich von Solidarität innerhalb und zwischen den Gewerkschaften. Im Rahmen der Tarifpluralität erwarten wir also Kooperationen. Nur solidarisch, nur gemeinsam können die Gewerkschaften alle Beschäftigten angemessen vertreten. Und diese Solidarität wird gerade beeinträchtigt. Und schuld daran ist weder das BAG-Urteil noch die Tarifpluralität. Schuld daran ist die seit 4 Jahren andauernde, unsägliche Diskussion über eine gesetzliche Tarifeinheit. Wenn sich die Politik einmischt und anfängt, zwischen erwünschten und nicht erwünschten Gewerkschaften zu unterscheiden und ein Gesetz in Aussicht stellt, das elementar die Existenzberechtigung von Gewerkschaften infrage stellt, dann müssen sich die Arbeitgeber nicht ernsthaft auf Tarifverhandlungen einlassen, und vor allem befeuert das zwangsläufig die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften, denn es geht ja immerhin um ihre Existenz. Und deshalb fordern wir heute, beenden Sie endlich die Diskussion um die gesetzliche Tarifeinheit, denn Solidarität lässt sich nicht verordnen und schon gar nicht gesetzlich erzwingen. Die gesetzliche Tarifeinheit ist auch nicht notwendig. Nach dem BAG-Urteil im Jahr 2010 wurden Krisen, Chaos und englische Verhältnisse vorausgesagt. Heute, 4 Jahre später, ist aber klar, eine Flut von Arbeitskämpfen ist definitiv ausgeblieben. Nehmen Sie das endlich zur Kenntnis. Es sind weder neue streikfähige Gewerkschaften entstanden, noch haben die Arbeitskämpfe zugenommen. Seit 2010 waren alle relevanten Berufsgewerkschaften zusammen gerade mal in 29 Tarifkonflikten verwickelt. Und zum Vergleich, bei Verdi waren es rund 600 und bei der NGG rund 110 Arbeitskämpfe. Auch wenn jetzt die GDL und Cockpit bei den aktuellen Tarifverhandlungen streiken, mit Blick auf die gesamten letzten Jahre gilt dennoch, ein Streikchaos sieht anders aus. Die gesetzliche Tarifeinheit ist auch wahrlich kein Wünsch-dir-was-Thema, um Arbeitgeber zu beglücken. Denn die gesetzliche Tarifeinheit ist ein Eingriff in das verfassungsrechtlich garantierte Koalitionsfreiheit, und das lehnen wir strikt ab. Und so warnt beispielsweise auch der frühere Innenminister Gerhard Baum, und seine Kanzlei hat ja immerhin 4 Verfassungsbeschwerden durchgefochten. Ich zitiere: Der Gesetzgeber sollte das Vorhaben der Tarifeinheit aufgeben, wenn er keinen verfassungsrechtlichen Schiffbruch erleiden will. Sie, die Regierungsfraktion, sollten endlich die Einschätzungen von namhaften Rechtsexperten ernst nehmen. Und auch die Umsetzung wirft eine Menge Fragen auf. Wie wird Betrieb definiert und kann der Arbeitgeber zukünftig Einfluss darauf nehmen, welche Gewerkschaft die Mehrheit hat im Betrieb? Wenn ja, dann wäre das fatal. Wie wird die Zahl der Mitglieder ermittelt und was passiert bei gleichen oder wechselnden Mehrheitsverhältnissen? Wie kann überhaupt noch ein Flächentarifvertrag verhandelt werden? Und ganz wichtig, wie sieht es eigentlich mit dem Streikrecht aus? Für uns ist und bleibt die gesetzliche Tarifeinheit ein Angriff auf das Streikrecht, und das ist nicht akzeptabel. Ja, und die Bundesregierung will diese Frage aber im Gesetz nicht regeln.
Das führt in der Konsequenz zu unzähligen Gerichtsverfahren. Und Sie wissen auch, insbesondere die SPD, das Bundesarbeitsgericht fordert für jeden Streik ein tariflich regelbares Ziel. Minderheitengewerkschaften können dann also nicht mehr legal zum Streik aufrufen. Das Thema ist elementar wichtig. Sie müssen hier endlich Farbe bekennen und insbesondere die SPD. Alles zusammen spricht gegen eine gesetzliche Tarifeinheit. Wir Grünen setzen auf Solidarität und Kooperation zwischen den Gewerkschaften. Das funktioniert aber nicht per Gesetz, sondern nur freiwillig. Und das ist nicht Aufgabe der Politik, sondern Aufgabe der Gewerkschaften. Und sehr geehrte Regierungsfraktion, zum Schluss noch ein anderer Aspekt, der mich wirklich ärgert. Die Ministerin behauptet, die Spartengewerkschaften legen die Axt an die Wurzeln der Tarifautonomie. Und auch die Arbeitgeber sagen, die Berufsgewerkschaften würden das sorgfältig austarierte Tarifgefüge aus der Balance bringen. Letzteres kann ich nur als scheinheilig bezeichnen. Tarifflucht, Mitgliedschaft ohne Tarifbindung, Ausgliederung, Leiharbeit, Werkverträge und auch das Aufweichen von Flächen, Tarifverträge, das sind die Gründe für die Zersplitterung der Tarifautonomie. Nicht die Tarifpluralität, sondern diese jahrelange Praxis der Arbeitgeber ist ein Angriff auf die Tarifautonomie. Die logische Konsequenz ist nicht eine gesetzliche Tarifeinheit, sondern soziale Leitplanken in der Arbeitswelt. Nur so wird die Tarifautonomie tatsächlich gestärkt. Vielen Dank. Für die CDU-CSU hat der Kollege Karl Schieberling das Wort.